Weihnachten ist für mich ein Mutmachfest, ein echtes Mutmachfest. Wir leben ja in dunklen Zeiten. Wir können den Krieg nicht aus dem Sinn und aus den Augen verlieren, der in der Ukraine herrscht, der Menschen zur Flucht treibt und jeden Tag Tote unter den Zivilisten und Soldaten zurücklässt. Wir haben die Energiekrise in unserem Land, die viele Menschen vor die Fragen stellt, können wir das finanzieren? Werden wir unsere Wohnungen behalten? Wie werden wir Weihnachten feiern können? Wir haben die Klimakrise, die auch etwas Spalterisches hat, auch durch die Aktivitäten der Klimaaktivistinnen und Aktivisten. Aber alle spüren, wir müssen etwas tun. Das ist eine riesige Last, die auf uns lastet. Für mich ist Weihnachten ein Sprung darüber hinaus, ein Sprung in eine andere Realität. Wir feiern, ein schreiendes Kind ist der Herrscher einer kommenden neuen Welt. Und wir sind gefragt, in diesen dunklen Zeiten Lichter der Hoffnung anzustecken. Durch unsere Solidarität mit Geflüchteten, durch die Frage und die Gebete um Frieden, jetzt wo Krieg herrscht. Durch Solidarität, echte Solidarität, auch mit denen, die unter der Energiekrise ganz besonders leiden. Und mit den Menschen, die die Klimakrise jetzt schon hart trifft, weil ihre Lebensräume immer kleiner und bedrohter werden. Es braucht konkrete Zeichen der Zuversicht, dass eine neue Zeit heranwächst, in der die Menschen miteinander in Frieden und Gerechtigkeit und Solidarität leben können. Das ist für mich Weihnachten und ich wünsche Ihnen ein frohes und gesegnetes und bestärkendes Mutmachfest. Jesus ist geboren.